Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil oder ja, vierten Teil von meiner Videoserie Profi-Homepage erstellen mit WordPress. Heute werden wir uns in den Strato-Account einloggen, den wir uns angelegt haben in den letzten Videos. Und da werden wir uns ein Masterpasswort als erstes anlegen und dann werden wir einen FTP-Zugang frei schalten, den wir nachher brauchen, um unsere Dateien hochzuladen. So, ich bin jetzt wieder hier auf Google und gebe als nächstes Strato ein. So, und dann erscheint es ja auch schon wieder als erstes. Jetzt sind wir auf der Startseite von Strato. Da müssen Sie jetzt hier oben rechts ist der Kundenlogin. Sie haben ja jetzt Ihre Daten zugeschickt bekommen mittlerweile per E-Mail und haben jetzt eine Kundennummer und Ihr Passwort. Und da klicken Sie jetzt bitte hier auf Kundenlogin. So, und dann erscheint diese Seite. Und da geben Sie jetzt hier Ihre Kundennummer oder Domain ein, wie Sie möchten. Also, denke, Kundennummer ist einfacher. Und dann haben Sie hier das Passwort, das geben Sie bitte auch ein. Und dann klicken Sie hier auf Login. Ich habe das hier gerade schon mal vorbereitet. Und jetzt klicke ich mal hier auf Login. So, und da sind wir schon. Das ist jetzt also Ihr Kundenbereich von Strato und hier können Sie alle Ihre Daten einsehen. Erstmal hier Ihre persönlichen Daten. Und wenn Sie ganz nach unten scrollen, dann haben Sie hier Ihr Paket. In meinem Fall jetzt das Power Plus. Ich habe extra für diese E-Mail-Serie oder für diese Videoserie nochmal einen Account angelegt. Das hier ist quasi meine Domain, die ich ausgewählt habe. Und wenn Sie jetzt hier hinklicken auf Ihr Paket, dann öffnet sich eine neue Seite mit Ihrem Paketinformationen. Ne? Also bei mir ist das jetzt hier Power Plus, dann wie viel es kostet, wie lang die Laufzeit ist und so weiter. Wenn wir hier wieder ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir hier also die Inklusiv-Domains, die bei diesem Paket dabei waren. Das hatten wir ja schon, das sind eben vier. Eine habe ich mir schon ausgesucht, drei habe ich noch frei. Wenn ich jetzt also noch eine Domain wollte, dann könnte ich hier jederzeit zur Domainverwaltung gehen und mir noch eine anlegen oder hier weitere Domains bestellen. So, hier unten haben wir dann noch so die anderen wichtigen Daten, eben unsere E-Mail-Postfächer, die FTP-Zugänge, MySQL-Datenbanken, ja. Der Speicherplatz, die Live-Pages, die hier mit inklusive sind. Also hier sehen Sie Ihre ganzen Daten. Was wir jetzt machen werden, wir werden uns jetzt als erstes ein Masterpasswort anlegen. Das brauchen Sie, wenn Sie Ihren FTP-Zugang freischalten wollen. Also dafür gehen Sie bitte hier auf der linken Seite auf Verwaltung. Klicken da einmal drauf. Und jetzt sehen Sie hier schon alles, was es unter diesem Menüpunkt geht. Da machen wir jetzt das erste Passwörter festlegen. Klicken Sie bitte drauf. So, jetzt gibt es hier einmal das Paketpasswort. Das wollen wir nicht ändern. Wir wollen dieses Masterpasswort anlegen. Und da sehen Sie ja schon, das Masterpasswort dient ausschließlich zum Einloggen in die Dienste Ihres Paketes, wie FTP-Zugang oder Netzwerkverschlüsselung. Gut. Das heißt, Sie klicken jetzt hier rein und denken sich, also zwischen 4 und 14 Zeichen wird hier eingegeben und ja. Da suchen Sie, denken Sie sich jetzt mal eins aus. Da sehen Sie eben hier, wie sicher Ihr Passwort ist, was immer ganz gut ist. Ist eben eine Kombination aus, aus Buchstaben und Wörtern. Oder hier dürfen Sie auch Sonderzeichen nehmen, also wie Sie möchten. Gut, das reicht mir jetzt. Wenn Sie ein Passwort haben, eben hier nochmal wiederholt eingeben, dann klicken Sie auf Speichern. So, und jetzt haben Sie das Masterpasswort erfolgreich geändert oder wie in unserem Falle einfach erstmal angelegt. So, jetzt gehen wir wieder auf die linke Seite zu den FTP-Zugängen verwalten und jetzt klicken Sie bitte hier drauf, FTP-Zugang verwalten. Und was wir jetzt machen im nächsten Schritt, Sie sehen schon hier, wir haben noch alle frei. Wir legen uns hier einen neuen FTP-Zugang an. Also klicken Sie bitte mal da drauf. So, jetzt können Sie hier einen FTP-Nutzername angeben.
Ja, was machen wir da? Da machen wir jetzt, gebe ich mal irgendeinen Namen ein. Das nennen wir jetzt einfach mal FTP WordPress. Dann kann ich es leichter zuordnen. Dann die Domain. Da haben wir ja bisher nur die eine. Da lassen Sie also Ihre Domain einfach drinnen. Und auch hier können Sie wieder ein Passwort angeben. Eben zwischen 6 und 12 Zeichen. Gut. Wenn Sie das gemacht haben, dann schreiben Sie sich bitte auch immer alles auf. Also ganz wichtig, ne? Gerade Ihr Masterpasswort oder auch die Passwörter, die Sie hier beim FTP-Zugang vergeben oder der FTP-Name. Schreiben Sie sich immer alles auf oder kopieren Sie sich's in irgendeine Datei. Ich bin da mehr so der Fan von Aufschreiben und habe da eben mein Buch, wo ich alles drin habe. Gut, und wenn Sie das dann gemacht haben, dann klicken Sie einfach nur noch hier unten auf Speichern. Für den Bestimmungsfall ist nicht identisch. Aha, okay, also ich habe jetzt hier mich wohl verschrieben. Das heißt, das sieht nicht gleich aus. Machen wir das nochmal. So, und dann auf Speichern. Und wir haben den FTP-Zugang erfolgreich angelegt. So, diese Daten hier, die merken Sie sich bitte auf. Schreiben Sie sich's gegebenenfalls auf, wie auch immer, dass Sie es einfach haben. Sie können es aber auch jederzeit nochmal nachschauen. So, das war's so viel für dieses Video. Dann bis zum nächsten. Tschüss.